Ja, es war das Jahr 2010, da wurde ein gewisser Johann Schneider-Ammann in den Bundesrat gewählt. Und digital war das das Jahr, in dem Apple den iPad vorstellte, Instagram lanciert wurde und in einem Spital in Kanada zwei Roboter mit Namen Max Sleepy und Da Vinci einem Patienten die Prostata entfernt haben. Also analog eine kurze Zeit und digital eine Ewigkeit. Und jetzt hat er als oberster Bildungschef die Aufgabe, die digitalen Weichen für die Zukunft zu stellen. Er muss schauen, dass wir das Thema nicht verschlafen und er muss uns aufrütteln, damit wir die digitale Transformation in Angriff nehmen. Wir freuen uns sehr, ist er hier. Herzlich willkommen, Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Sehr geehrter Herr Stiftungsratspräsident, Herr Stadtpräsident, Herr Regierungsrat, Herr Rektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, an der dritten Austragung Spirit of Bern mit dabei sein zu dürfen. Wenn ich mir auf der Herfahrt überlegt habe, was ich seit gestern Mittag gemacht habe, bis in die letzte Minute vorhin, dann war das nicht Spirit of Bern, es war Spirit about Brussels. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, was einfacher ist, hier zu stehen und zu Ihnen Bern zu sprechen oder zu den Brüsselern, die uns als gleichwertige Partner in Europa doch eigentlich selbstverständlicherweise verstehen müssten. Sie erwarten heute Nachmittag ein spannendes Programm. Ich habe eben gehört, was der Rektor, der Herr Buser, für spannende Redner erwartet. Den Philosophen, den eloquenten Rednern, die hochkarätigen Referentinnen und dann das fachkundige Podium oder die Podien. Und dann wird es für den Bundesrat sofort ganz schwierig. Ich habe kein dickes Manuskript bei mir. Ich erzähle Ihnen nicht irgendetwas Systematisches. Ich stelle drei Thesen auf und will Ihnen drei Kurzgeschichten erzählen, meine Damen, die Sie jetzt die Minuten ganz genau mitverfolgen. Ich werde mich an die Zeiten halten, so im Sinne des Spirit of Bern. Zuerst zu den drei Thesen. Die erste These heißt: Ohne Optimismus nützt beste Bildung nichts. Und wer hat das gesagt? Das hat unter anderem unser neuester Nobelpreisträger gesagt, Jacques Dubochet. Er lässt sich zitieren mit der Aussage: Verstehen ist meine Art, keine Angst zu haben. Und in seinem Alter ist für ihn Digitalisierung überhaupt keine Herausforderung, die man nicht bestehen kann. Verstehen ist meine Art, keine Angst zu haben. Und deshalb erste und wichtigste Aufgabe von allen ist, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Erklären können, Chancen aufzeigen können, Optimismus bewirken, Brücke vom erfolgreichen Heute ins erfolgreiche Morgen zu bauen, all das gehört dazu. Und wir müssen die Menschen mitnehmen, die sich Sorgen machen, und es gibt deren viele. Und es geht die Digitalisierung an niemandem vorbei. Alle werden damit in irgendeiner Form konfrontiert werden. Die Digitalisierung bietet für alle Chancen, außer für diejenigen wenigen, die sie allenfalls die Digitalisierung bekämpfen wollen. Ignorieren oder verbieten kommt nicht in Frage. Die zweite These heißt: noch mehr in BFI investieren, und zwar jetzt. Noch mehr in Bildung, Forschung, Innovation investieren, und zwar jetzt. Jetzt. Sie wissen, die Planung der öffentlichen Hand, die geht ganz im Sinne des Spirit of Bern im Vierjahreszyklus. Und wenn der Vierjahreszyklus nicht im richtigen Moment vorbeikommt, hat man schon das Risiko, dass die Digitalisierung an einem vorbeigegangen ist. Ich habe im letzten Sommer, wenn ich aus der Schule plaudere,
dem Bundesrat in der letzten Sitzung vor den Sommerferien einen Antrag gestellt unter dem Titel Aktionsplan Digitalisierung im BFI-Bereich. Ich wollte damals auf die Schnelle 150 Millionen bekommen, damit wir die Hälfte in die Forschung stecken können und die andere Hälfte in die Weiterbildung, in die Nachbildung. Der Bundesrat hat mir damals quittiert, ist ein gutes Programm, ist eine gute Idee, aber Geld haben wir nicht, noch nicht. Der Bundesrat hat zwischenzeitlich von mir das Begehren wieder auf dem Tisch. Es geht mir diesmal nicht mehr um 150 Millionen, sondern es geht diesmal um 220 Millionen für 2 Jahre, für das Jahr 19 und für das Jahr 20, für die Forschungsförderung und für die Nachbildung, die Weiterbildung. Mit anderen Worten, es geht um viel Geld, es geht um sehr viel Geld. Wenn wir es nicht jetzt investieren, dann sind wir nicht mehr ganz vorne mit dabei. Wir sind seit Jahren, seit 10 Jahren sind wir Innovationsweltmeister ganz oben in den Scoreboards. Dort wollen wir bleiben, müssen wir bleiben. Und das bedingt, dass wir das Geld jetzt locker machen, vielleicht sogar jetzt in Zeiten, wo Sparen angesagt sein könnte. Dann muss man die Prioritäten setzen und das Sparen andernorts suchen und andernorts durchsetzen. Die dritte These: Vieles ist gut und viel muss sich aber ändern. Wir bauen auf einem hervorragenden Bildungssystem auf. Die grundlegenden Prinzipien und die Zuständigkeiten, die haben sich bewährt. Ich denke an Kantone und Bund, das ist nicht immer ganz einfach. Aber in Inhalten und in Infrastrukturen muss sich rasch viel wandeln. Noch einmal das Wort rasch, es geht schnell. Und die Digitalisierungsumstellung, die hat begonnen. Wer es noch nicht gemerkt hat, der hat Pech gehabt. Das Ziel muss klar sein, das sagt jetzt der Bildungsminister, alle Schülerinnen, alle Schüler, alle Lernenden, alle Studierenden müssen auf allen Stufen sich mit der Digitalisierung befassen. Es geht über grundlegende digitale und transversale Kompetenzen. Es geht um das Verstehen der digitalen Medien. Es geht um das Verstehen der IKT und davon profitieren können. Es geht um das Risiken erkennen. Es geht um Bildungsgänge, es geht um Ausbildungsinhalte. Wir müssen anpassen, insbesondere in der Berufsbildung. Und das jetzt. Ich gehe gleich von hier weg und habe die Ehre, die 17er Berufsschweizer Meister zu ehren und Ihnen Dankeschön zu sagen und zu gratulieren zu Ihrem Erfolg. Und ich werde selbstverständlich nichts anderes tun, als Ihnen die nächste Etappe aufzuzeigen versuchen. Und die nächste Etappe heißt Digitalisierung in jedem einzelnen Beruf. Etwas mehr, etwas weniger, aber auf jeden Fall ab sofort. Dann bin ich bei den drei Geschichten. Ich habe gesagt, heute kein dickes Manuskript und keine 100 Kapitel und deshalb nur 2, 3 Bemerkungen, hoffentlich zum Schmunzeln und zum Nachdenken und das mit bernischem Spirit. Meine Digitalisierung, die begann vor 40 Jahren im Elektrobereich. Und ich habe damals am Poly in Zürich meine Diplomarbeit gemacht, 6 Wochen lang eine Nanosekunde gesucht, nicht gefunden, entsprechend benotet. Am nächsten Tag eingeladen, um doch noch nicht aufzugeben und doch noch einmal anzusetzen und zu versuchen, das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Es hat einen halben Tag mehr gebraucht, die Sache ist gelaufen, aber die Note war eben schon vergeben. Damals waren die Rechner nicht so groß, sondern die Rechner waren zimmerfüllend, riesige Maschinen. Und die Studenten hatten damals entweder nach ABC oder dann nach LOS Rechenzeit zur Verfügung, manchmal erst spät nach Mitternacht. Heute ist das überhaupt kein Problem. Heute hat jeder sein Handy im Sack und kann all die mindestens damals
gefragten Operationen individuell und zu jeder Tages- und Nachtzeit vollziehen. Die zweite Geschichte, die heißt Trump und die Berufsbildung. Und ich mache es kurz, Sie haben es in der Zeitung gelesen. Es gibt drei Wege ins Weiße Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt den geschäftigen Weg, den habe ich 2015 beschritten, zu Obama-Zeiten. Ein Flieger gefüllt mit CEOs der besten Schweizer Unternehmungen. Und wir haben im Weißen Haus den amerikanischen Ministern doziert, wie man Berufsbildung organisiert im Sinne des Spirit of Bern. 2016 war ich wieder im Weißen Haus, damals als Bundespräsident und damals mit der fatalen Begegnung mit Barack Obama, der zu mir gesagt hat, I know you. Und das war wegen meiner Sprachkünste. Aber hat mir immerhin eingetragen damals, dass ich sagen konnte, I know you too. Jetzt mit Trumps ist das etwas schwieriger. Aber ich war im Weißen Haus und habe Ivanka getroffen. Und das ist der dritte Weg zum Vater. Und die Ivanka, die ist mit Berufsbildung befasst. Und glauben Sie mir, die Dame ist bildhübsch, trägt riesige High Heels, ist wunderschön blond und versteht von Berufsbildung wesentlich mehr als viele von uns, die wir glauben, wir hätten das Berufsbildungssystem erfunden. Sie hat mir also Eindruck gemacht und sie hat versprochen, dass sie den Kontakt nicht abreißen lässt und dafür sorgt, dass ihr Vater in unser Land auf Visite kommt. Und das hat er dann tatsächlich auch eingehalten am BEF in Davos. Damit die dritte Kleinstgeschichte. Wir sind ein kleines Land, aber wir sind ein großer Konkurrent. 2013 war ich mit der gesamten versammelten Spitze der Schweizer Wissenschaft in Korea, in Seoul. Ich hatte links von mir die französisch sprechenden Lausanner, Genfer Präsidenten der Universitäten. Ich hatte rechts von mir die deutsche Schweiz mit der ETH, mit der Uni Zürich, mit der Uni Basel und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite des Tisches die versammelte oberste Leitung von Samsung. Und wer weiß, was Samsung in Korea bedeutet, der kann jetzt abschätzen, wie wichtig die Begegnung war. Ich gab damals dem Präsidenten der EPFL das Wort, damit er die Lausanner Visitenkarte spielen konnte. Zürich und die deutsche Schweiz haben auf den Stühlen herumgerutscht, die haben gekichert, die haben sich irgendwie in Szene gesetzt. Man hat kein gutes Gefühl bekommen. Dann gab ich das Wort nach der Deutschschweiz, die Welschen waren nicht besser. Ich habe einen Abend lang gelitten. Und gerettet hat mich der oberste Chef von Samsung, indem er am Schluss des Abends gesagt hat, that is wonderful. Du kommst aus einem ganz kleinen Land und du hast in deinem kleinen Land nur ein paar wenige Hochschulen, Spitzenschulen, das wissen wir. Und ihr seid offensichtlich, auch wenn ihr auf Besuch seid, in Kompetenz, im Wettbewerb. Und Wettbewerb befördert. Und dank dem seid ihr offensichtlich ganz vorne an der Spitze, wenn es um Innovation geht und wenn es um die Fähigkeit geht, mit neuesten Technologien, neuestem Wissen und neuesten Werkzeugen umzugehen. Wir verstehen jetzt, weshalb der Spirit of Switzerland so tragend ist.
Mit diesen Worten, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Nachmittag. Herzlichen Dank, Herr Bundesrat. Eine Frage habe ich noch. Sie haben, ich habe das irgendwo gelesen, letzte Woche wieder mal programmiert. Vor ein paar Jahren haben Sie die Nanosekunde gesucht. Wie ist das Programmieren dieser virtuellen Schildkröte gelaufen? Ja, es ist richtig. Ich habe die Chance bekommen. Das ist gut gelaufen. Das ist besser gelaufen, als die Medien beschrieben haben. Die Schildkröte hat nicht nur Gestalt angenommen, sie hat sogar die richtigen Sprünge gemacht, hat sich bewegt. Also Sie können es noch? Wir sind weitergekommen aus der Durchschnitt der anwesenden Anfänger. Aha, also Note gut heutzutage. Eine Frage habe ich auch noch, Herr Bundesrat, und zwar, Sie haben es vorhin angesprochen, Sie wollten 150 Millionen für die Bildung, wollten Ihre Bundesratskollegen nicht, jetzt wollen Sie 220 Millionen. Höchst fraglich, ob Ihre Kollegen dem zustimmen. Analog zur Frage von vorher, ob die Schulen den digitalen Wandel verschlafen, verschläft auch der Bundesrat den digitalen Wandel? Nein, der Bundesrat verschläft diesen digitalen Wandel nicht. Ich gebe zu, wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir gemerkt haben, was es geschallt hat. Mhm. Aber nur bei dieser Frage, sonst geht es ja rassig. Nur bei dieser Frage. Ja, genau. Und wenn wir 150 Millionen nicht bekommen haben und jetzt 220 haben wollen, dann sage ich Ihnen auch, wie das geht. Innerhalb meines Departements habe ich 2/3 der 220 Millionen durch Priorisierung freigemacht. Mhm. Mit anderen Worten, gewisse liebgewonnenen, schönen, gemütlichen Ausbildungen und was alles dazugehört, das haben wir gestrichen, weggeschmissen und gesagt, wenn wir dabei bleiben wollen, ganz vorne auf den Rankings, dann müssen wir jetzt den Fokus auf die Digitalisierung setzen. 2/3 sind gesichert, 1/3 hat mir der Finanzminister gestern zum letzten Mal zugesagt. Also Sie können dann gelegentlich in der Zeitung lesen, dass das Geld zusammengekommen ist. Das hoffen wir doch sehr. Vielleicht schauen Sie es auch schon vorher am Fernsehen, aber das wissen wir jetzt noch nicht, wie es dann läuft, oder? Ja. Zeitungen sind ja dann immer ein bisschen später, als wir da so sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sage jetzt nicht, dass Frau Hasler meine Nachbarin ist. Da, wo wir aufgewachsen sind, deshalb. Ja. Ah, ihr kommt doch vom Frühjahr. Affoltern und Walterswil und stolz drauf, gell? Absolut. Okay, gut. Also. Sehr gut. Besten Dank, Herr Schneider-Ammann, für den Besuch heute. Sie müssen weiter, Sie haben es gesagt. Vielen Dank fürs Hiersein. Merci. Danke vielmals.